до своим Аугус. Гробовой работал не ради сверхприбыли или телеизвестности. Только хорошо знавший Im Unterschied zu anderen Heilern arbeitete Grabowoi nicht wegen des Supereinkommens oder wegen des Ruhms. Nur die Menschen, die ihn gut kannten, verstanden, dass dieser Mann eine Mission erfüllt, von der er keinen Schritt abweichen kann. Er selbst formulierte den Sinn so. Im Zusammenhang damit, dass man den Menschen schützen muss vor dem System der globalen Vernichtung, ist die auf dem Bewusstsein des Menschen begründete Technologie des Rettens der direkte und am wenigsten gefährliche Weg. Die irrationale Technologie, das ist Technologie des Empfangs von Informationen über Sensoren, sind bestimmte prognostische Technologien, Technologien mit Anwendung eines speziellen mathematischen Apparats, bei denen sich der Apparat selbst verändert, in Abhängigkeit von den Ereignissen. Im Zusammenhang damit hat es in meiner konkreten Praxis dieses System ermöglicht, real konkrete Flugzeugkatastrophen, Katastrophen im Atomkraftwerken und so weiter in verschiedenen Industrieobjekten zu verhindern, darunter auch gefährliche Veränderungen im Organismus des Menschen. Das ganze Material, worüber ich spreche, hat schon eine breite praktische Grundlage. Man muss sagen, dass anfangs niemand ernsthaft versucht hat, die Erscheinung mit Namen Grigori Grabowoi zu analysieren. Man hielt ihn einfach für einen Superheiler, ähnlich wie Kaspirovsky oder Chemak. Selten richtete man die Aufmerksamkeit darauf, dass er eine eigene, komplizierte Lehre vom Weltall geschaffen hat, die in der Lage ist, eine ausreichende Grundlage für jede Richtung seiner Arbeit zu geben. Für unsere kleinliche Auffassung ist das nicht sehr leicht zu fassen. Warum? Verstehen Sie, die Vorstellungen, nach denen wir erzogen sind, haben eher einen logischen Charakter. Da gibt es Ja und Nein, Schwarz und Weiß, Gut und Schlecht. Diese Vorstellungen sind wie eine Regel, binär, zweifach. Grigori Grabowoi beherrscht nach meinen Vorstellungen. Ich werde nur mit meinen Worten antworten, einen ganz anderen Typ des Denkens. Wenn wir seine Vorträge oder Seminare hören, ist es, als ob er sich einfach verbindet, nun sagen wir, mit einem Ozean von Kenntnissen, die auf eine ganz andere Art strukturiert sind. Das sind kontinuierliche Kenntnisse. Das sind Kenntnisse, aufgebaut auf kontinuierlichen Funktionen, kontinuierlicher Vorstellungen, auf Formen, die eine völlig andere Natur haben. Ich würde sagen, eine andere physische Natur. Und was soll Grigori Grabowoi tun? In voller Fahrt formuliert er in Worten den Strom von Informationen, der ihn erreicht. Und nicht immer sind diese wörtlichen Formulierungen leicht zu verstehen. Wir wollen die Aufmerksamkeit darauf richten, dass diese Technologien nicht zufällig entstanden sind und nicht nur Grabowoi nutzt sie. In den letzten Jahren erschienen mit einem Mal einige Zentren, die Methoden der Korrektur der Gesundheit der Menschen anwenden, die in ihrer Spezifik ähnlich sind. Wir beginnen Zellbilder zu sehen, wir beginnen Chromosomen zu sehen. Und da ist dieser Prozess, wenn du mit deinem Bewusstsein in ihn eintrittst, zeigt sich, dass er einer bestimmten Steuerung unterliegt, dass das Bewusstsein nicht einfach irgendein unbeteiligter Beobachter des Prozesses ist, sondern es ist ein Operator, der den Lauf der Ereignisse verändern kann. Zum Beispiel die Chromosomen haben einen bestimmten Aufbau. Da gibt es Chromosomenbänder, das heißt in den Genen, wie in einer bestimmten Kassette, in der sie sich befinden. Es zeigt sich, man kann diese Kassette aus diesem Band herausziehen, damit die auf ihm befindliche Information umkehren. Zum Beispiel sehen wir, dass da ein Organ fehlt. Nehmen wir an, eine Niere fehlt. Dann kann man durch das Bewusstsein diese Aufzeichnung über das Fehlen des Organs ändern und dafür die Aufzeichnung darüber einfügen, dass das Organ wiederhergestellt ist und die Kassette wieder in dieses Band einsetzen. Аркадий Петров und Игорь Арефьев schufen ihre Schulen, wo Technologien angewendet werden, die den Technologien von Grigori Grabowoi ähnlich sind. Deshalb kann man die erstaunlichen und durchaus nicht vereinzelten Fälle von Heilung von den schwersten Krankheiten nicht als zufällig betrachten. Zwei Frauen aus Nizhny Novgorod befanden sich vor einigen Jahren an der Grenze zwischen Leben und Tod. Bei denen wurde onkologische Erkrankungen festgestellt. Im November wurde mir die Diagnose einer bösartigen Bildung im Mastdarm exakt bestätigt.
Meine Diagnose: Fibromyosis ganglion, das begonnen hat zu wachsen. Man hat mir eine Hormonbehandlung verschrieben. Ich habe verschiedene Arten von Hormonmitteln eingenommen und bei mir begannen die Blutungen. Verzweifelt in den Einrichtungen des Ministeriums für Gesundheitswesen eine reale Hilfe zu erhalten, wandten sie sich an das Zentrum von Arkadi Petrov. Hier wurden sie auf die Arbeit mit ihrem Bewusstsein orientiert und genau hier begann ihre Genesung. Sphären wurden gestellt, eine bestimmte Information in diese Sphäre gegeben. Gedanklich richtest du sie auf das große Organ, stellst dir dieses Organ in der Sphäre vor und beleuchtest es mit silberweißem Licht. Ich hatte verstanden, dass ich mich verändern musste. Wenn ich ein Problem habe, muss ich mich selbst verändern. Und als ich das verstanden hatte, begann ich mich zu ändern. Nach den Situationen, nach banalen, alltäglichen und anderen Situationen. Und das muss gesagt werden. Die Welt öffnete sich mir. Ich öffnete mich ihr und sie mir. Und hier bekam ich schon ein Ergebnis, ein völlig positives. Das bedeutet, dass die bösartigen Bildungen im Organismus alle annulliert waren. Und solche Fälle gibt es in der Praxis der Zentren von Grigori Grabovoi und Arkadi Petrov viele und die Gründe der faktisch sensationellen Ergebnisse, deren Bedeutung von der Gesellschaft noch nicht anerkannt werden, liegen im neuen Herangehen an den Menschen, wobei seiner eigenen geistigen Arbeit die Schlüsselrolle zukommt. Ich glaube, dass das jeder kann. Für die Aufgabe zu retten, muss man alle realisieren, das heißt für das System der allgemeinen harmonischen Entwicklung. Deshalb tun die Menschen, die dann diese Kenntnisse bekommen, bei so einer Realisierung alle das Gleiche, nach dem Plan des Schöpfers. Nicht konkret das Gleiche, aber Ähnliches. Retten, regenerieren, arbeiten auf geistiger Grundlage aus der Seele, die der Schöpfer ursprünglich geschaffen hat. Und dann wird keine Technik, keine technogene Entwicklung für die Welt gefährlich werden, weil der Mensch die Technik auf Abstand lenken wird. Die erfolgreiche Entwicklung neuer Technologien ruft bei den Menschen, die mit der traditionellen Medizin, mit der orthodoxen Kirche und psychologischen Schule verbunden sind, Erregung und sogar aktiven Widerstand hervor, gleich den Ideologen der Sowjetzeit, die den Menschentyp des kommunistischen Morgen hervorgebracht haben, versuchen die modernen Ideologen, den Typ des richtigen Menschen hervorzubringen, der einem bestimmten Klischee entspricht. Und die Menschen, die ihren geistigen Weg gehen, nennt man Zombie oder Opfer von Sekten. Bilden wir uns mit größerer Aufmerksamkeit eine Meinung von den Schülern von Grigori Grabovoi, hören auf ihre Worte. Irgendwann im März 2003, abends um 10 Uhr, lagen von mir geöffnete Bücher. Mal nahm ich das eine Buch, mal das andere. Ich nahm das Buch Einheitliches System der Kenntnisse. Ich öffnete es auf der Seite, wo geschrieben stand, wie man die linke Niere wiederherstellt, durch welche Konzentration. Ich lese das und richte sofort meine Konzentration auf den Zeigefinger. Und da sehe ich, dass bei mir auf dem Fingernagel, wie auf einem Bildschirm, Grigori Grabovoi anfing zu sprechen, genau wie in einer Filmsequenz. Er war wie ein Lebender, das heißt, von da gingen Wellen aus. Zuerst erschrak ich, aber dann erwachte das Interesse. Ich verstand völlig klar, dass in meinem Inneren, im Körper Empfindungen irgendwie eine Verlangsamung sind, genauer eine Konzentration, eine sehr tiefen Konzentration. Ich spürte den Körper, aber so, als ob ich nicht dabei war. Ich hatte ein Gefühl, als ob die ganze Welt in mir wäre und ich sehe die ganze Erde. Es war etwas sehr, sehr Eigenes, dieses Empfinden. Wie man sagt, eine Wohltat, eine Glückseligkeit war über mich gekommen. So ein Empfinden war das.